Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute einmal mehr wieder in unserer Infogiganten-Show. Ich begrüße alle Zuschauer an den Bildschirmen auf KlarTV oder wo ihr diese Sendung auch schaut und begrüße heute wieder ganz herzlich auch alle Gäste, die heute ins Studio hierher gekommen sind. Freut mich, dass ihr da seid. Ich bitte Sie, dass Sie hier in unseren Ring treten und dann wollen wir doch einfach mal richtig gespannt zuhören, was Sie uns zu sagen haben. Es ist ein bisschen Show. Die Uhr läuft mit. Grün sind Sie voll im grünen Bereich. Nach 60 Sekunden gibt es 3 Sekunden Bonus. Drücken wir ein bisschen ein Auge zu, geht noch in den grünen Bereich. Ab 64 Sekunden ist es dann einfach rot. Und die kleine KlarTV-Jury wird natürlich ein Auge darauf halten, wie das alles läuft. Und so würde ich sagen, los! Erstens, kann ich auch als medizinischer Laie eine selbstverantwortete Impfentscheidung treffen? 3, 2, 1. Muss ich ausgebildeter Kfz-Meister sein, um entscheiden zu können, welches Auto für mich das Richtige ist? Oder ausgelernter Bankkaufmann, um zu wissen, ob ich mir das Auto auch leisten kann? Nein, in der Regel definieren wir die wichtigsten Entscheidungskriterien selbst und lassen uns dann gegebenenfalls von Experten beraten und vertrauen aber letztlich auf unseren eigenen gesunden Menschenverstand. Bei den Experten ist uns normalerweise wichtig, dass sie unabhängig sind und keine Eigeninteressen verfolgen. Wir vertrauen also nicht alleine auf den Autoverkäufer, sondern wir holen uns auch Hintergrundinformationen aus anderen Quellen, zum Beispiel von einem Kollegen oder Nachbarn, von dem wir wissen, dass er ein Autonarr ist, der uns aber nichts verkaufen will. Warum sollten wir das bei der Impfentscheidung anders machen? Wenn das Impfen wirklich auf nachvollziehbarer Wissenschaft beruht, dürfte es doch kein Problem sein, mit Hilfe des gesunden Menschenverstandes die Pro- und Kontra-Argumente nachzuvollziehen. Hey, geschafft! Bravo, die erste Hürde haben Sie geschafft. Galant, noch vor dem vorgesteckten Zeitlimit. Und ich muss sagen, Herr Tolzin, das mit dem Kfz-Mechaniker, das klingt ganz einleuchtend und logisch. Also das begeistert mich, ich möchte mehr hören und die Gäste im Studio ganz bestimmt auch. Machen wir? Säule? Ich bin bereit, ja. Zweitens, muss ich mich rechtfertigen, wenn ich einer Impfempfehlung nicht blind folge? 3, 2, 1. Impfungen sind massive Eingriffe in das menschliche Immunsystem. Eine Garantie für Wirksamkeit und Sicherheit gibt es nicht. Rechtlich gesehen sind Impfungen sogar Körperverletzungen, die der mündigen Einwilligung bedürfen. Und das zu Recht, denn es werden ja bewusst Krankheitserreger, Nervengifte, zum Beispiel Aluminium, potenzielle Allergene, zum Beispiel Hühnereiweiß, Quecksilber oder Nickel, in einen gesunden Organismus eingebracht. Um meine mündige Einwilligung in diese Körperverletzung geben zu können, muss ich von Wirksamkeit, Notwendigkeit und Sicherheit der Impfung überzeugt sein. Bin ich das nicht? Wie kann ich denn dann meine mündige Einwilligung geben? Laut Grundgesetz ist die Würde des Menschen unantastbar. Damit ist auch die körperliche Unversehrtheit unantastbar. Nein, also ich muss mich nicht rechtfertigen, wenn ich noch offene Fragen habe, sondern derjenige, der mich zum Impfen drängen oder sogar erpressen will. Das ist ja krass. Bravo! Kompliment, nicht nur für die Schnelligkeit, für diese Informationen, also wirklich, Rechtfertigung muss sein, aber bei der rechten Seite. Genau. Das ist wirklich so, wenn wir hören, dass das wirklich für uns, für unser Leib und Leben die Gefahr ist, ist es wirklich so, diese Erpressung, das muss mal ans Licht gebracht werden. Super, dass Sie das machen, Herr Tolzin. Weiter so, Säule 3. Drittens. Ist die kollektive Angst vor Krankheitserregern gerechtfertigt? 3, 2, 1. Ich kenne keinen einzigen Erreger, der uns alleine durch seine Anwesenheit krank machen kann. 90% aller mit dem Poliovirus Infizierten zeigen keinerlei Symptome. Mehr als 99% aller mit HPV infizierten Frauen bekommen niemals Gebärmutterhalskrebs. Und 90% von denen, die erste Symptome entwickeln, werden wie durch Magie von selber wieder gesund. HIV-Infizierte können auch ohne Krankheitssymptome steinalt werden. Man nennt sie dann Langzeitüberlebende.
Bis zu einem Fünftel aller Afrikaner, insbesondere in Waldgebieten, machen Ebola ohne erkennbare Symptome durch. Auch Kinderkrankheiten wie Masern können unsere Kinder als stille Feiung völlig unbemerkt durchmachen. Auch bei den sogenannten Infektionskrankheiten entscheiden also ganz andere Faktoren über Gesundheit und Krankheit und über die Schwere eines Verlaufs. Wäre es nicht interessant, diese Faktoren zu kennen? Stattdessen suhlen wir uns geradezu in unserer kollektiven Erregerangst. Dabei sind wir eigentlich alle Langzeitüberlebende. Kompliment! Wir haben es immer noch geschafft, ist orange, Herr Tolzin. Okay, gut. Und ich sage, wir bleiben dran. Ich glaube, wir alle sind interessiert, was sind das für Faktoren, die Sie da erwähnen? Machen Sie ja, das in da kommt doch ein bisschen was. Gut, komm, wir hören rein. Viertens, wenn nicht das Virus, welche Faktoren machen uns krank? 3, 2, 1. Die Masernsterberaten gingen in Deutschland noch vor Einführung der Impfung um sagenhafte 99% zurück. Hauptentscheidend scheint zu sein der Armutsfaktor, vor allem Wohnverhältnisse, Ernährung und Existenzängste. Studien sagen, wenn Sie einen schweren Masernverlauf vermeiden wollen, unterdrücken Sie nicht das Fieber, denn das ist eine wichtige Heilungsreaktion, und sorgen Sie für ausreichend Vitamin A. Viele moderne Medikamente, die eigentlich ja nur Symptome unterdrücken, stellen tatsächlich eine zusätzliche Belastung für den Körper dar. Medikamenten und Umweltgifte sowie Elektrosmog räumen aber unsere Vorräte an lebensnotwendigen Mikronährstoffen leer. Die Folge: eine erhöhte Anfälligkeit für alle Arten von Infektionskrankheiten. Und natürlich wirken sich psychischer und seelischer Stress ebenfalls auf das Immunsystem und die Gesundheit aus. Und das sind alles Faktoren, die Sie für sich und Ihre Familie weitgehend selbst beeinflussen können. Und dazu bräuchten Sie keine Impfexperten. Applaus, Herr Tolzin. Das sind ja wirklich richtig gute Informationen. Und ich habe gesehen, Sie haben noch mehr auf Lager. Fünftens. Die drei Säulen einer mündigen Impfentscheidung. 3, 2, 1. Damit Sie Ihre mündige Einwilligung geben können, müssen Sie von Notwendigkeit, Wirksamkeit und Sicherheit der Impfung überzeugt sein. Selbst wenn Ihre Angst vor einem bestimmten Erreger berechtigt wäre und damit eine Notwendigkeit gegeben wäre, so macht dies ja einen Impfstoff nicht automatisch wirksam oder sicher. Selbst wenn Sie eine Impfung als wirksam ansehen, ist er nicht automatisch sicher. Und wenn Sie zum Beispiel keine Angst vor Windpocken haben, wäre er ja aus Ihrer Sicht auch gar nicht notwendig. Selbst wenn eine Impfung notwendig und wirksam zu sein scheint, muss sie nicht automatisch sicher sein. Wären Sie zum Beispiel bereit, die Masern gegen eine lebenslange Neurodermitis als Nebenwirkung einzutauschen? Ihre Entscheidung für eine Impfung muss auf 3 Säulen stehen, so wie ein Hocker auf wenigstens 3 Beinen zu stehen hat. Ist eine der Säulen nicht tragfähig, fällt die ganze Impfung. Also Notwendigkeit plus Wirksamkeit plus Sicherheit. Applaus, das ist ja einfach wieder gigantisch. Sehr gut. Notwendigkeit, Wirksamkeit, Sicherheit. 3 Säulen. Meiner hat 4, bin auch ganz froh, sagen wir mal, noch doppelte Sicherheit. Ja. Aber Sicherheit braucht's. Vielen Dank, dass Sie das machen. Wir sind jetzt in der Halbzeit, Herr Tolzin. Jetzt geht's weiter. Sechstens. Realistisches Erkrankungsrisiko oder Panikmache? 3, 2, 1. Bis 2009 hieß es, in Deutschland würden jährlich durchschnittlich 10.000 Menschen an Influenza sterben. Das waren offizielle und ständig wiederholte Schätzungen der Behörden. Dann kam die Schweinegrippe und es wurde nicht geschätzt, sondern gezählt. Etwa 300 Todesfälle. Die Schätzungen hatten sich also als völlig unrealistisch erwiesen. Und unter diesen 300 Fällen hatten die meisten schwere Vorerkrankungen, für die das Influenza-Virus sicherlich keine Schuld trägt. Das durchschnittliche Sterbealter bei laborbestätigten Influenza-Todesfällen liegt übrigens bei über 70 Jahren. Dagegen gibt es jährlich etwa einen registrierten Masern-Todesfall. Die Masern sind also nur ein Zehntausendstel so gefährlich wie Influenza. Aber man will die Masern unbedingt weltweit ausrotten. Influenza aber nicht. Die meisten Masern-Todesfälle gehen übrigens ebenfalls auf Kosten von Vorerkrankungen und dem verhängnisvollen Unterdrücken von Fieber. Was bleibt dann von der behaupteten Notwendigkeit zum Beispiel der Masernimpfung übrig? Auf den Schlag.
auf den Schlag 60 Sekunden. Herr Tolzin, wir ziehen jetzt einfach durch. Frage um Frage. Wir bleiben dran. Siebtens. Sind nebenwirkungsfreie Alternativen verfügbar? 3, 2, 1. Wenn der Motor Ihres Autos kein Öl und kein Kühlwasser mehr hat, dann funktioniert er selbst dann nicht mehr, wenn der Benzintank noch voll wäre und die Reifen Luft hätten. Dann ist ein sofortiges Anhalten und eine schnelle Auffüllung angesagt. Das Gleiche gilt auch für die Versorgung unseres Körpers mit Mikronährstoffen, die für den Stoffwechsel, das Immunsystem, das Nervensystem und alle Vorgänge in den Körperzellen von entscheidender Bedeutung sind. Jede Krankheit und vor allem auch herkömmliche Medikamente sowie Umweltstressoren erschöpfen unseren Vorrat an Vitalstoffen. Ein Mangel an Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen etc. erhöht das Risiko für schwere Infektionsverläufe drastisch. So ist bekannt, dass bei allen Erkältungserkrankungen höchstwahrscheinlich ein Mangel an bestimmten Vitaminen vorliegt. Geben Sie Ihrem Körper, was er für seine Selbstheilung benötigt, dann sinkt dramatisch auch das Risiko für Infektionskrankheiten und mit schwerem Verlauf. Achtens. Die Gretchenfrage zur Wirksamkeit von Impfstoffen. 3, 2, 1. Die entscheidende Gretchenfrage zur Wirksamkeit lautet: Wo sind die Studien, die belegen, dass Geimpfte gegenüber Ungeimpften langfristig und unter dem Strich einen deutlichen gesundheitlichen Vorteil haben? Solche Studien gibt es nicht, denn sie sind angeblich unethisch. Stattdessen wird vor und nach der Impfung der sogenannte Antikörpertiter im Blut gemessen. Steigt dieser Laborwert stark genug an, gehen die Impfexperten von einem Schutz aus. Eine Garantie für hohe Titer gibt es aber nicht, denn es gibt ja immer einen Anteil sogenannter Impfversager. Wen es trifft, weiß man vorher nicht und es wird auch nicht erforscht. Wir haben nachgefragt, woher man denn weiß, dass Menschen mit hohen Titerwerten gesünder sind. Solche Studien konnte man uns aber leider nicht nennen. Es stehe nun mal so in den Lehrbüchern. Was genau verstehen Sie unter Wirksamkeit? Was genau sind Ihre Entscheidungskriterien? Denn genau darauf kommt es an. Kompliment. Jawohl, auf das kommt es drauf an. Also das war eine gute Gretchenfrage. Wo sind diese Studien? Oder wie Sie das vorher auch gesagt haben, das lässt wirklich aufhorchen. Wo sind die vielen, vielen Pandemieopfer der Schweinegrippe? Ja. Das wusste ich gar nicht. Aber gut, dass wir das mal hören, Herr Tolzin, das muss gesagt sein. Und ich bin gespannt, was Sie uns jetzt noch sagen. Ich habe den nächsten Titel gesehen, da geht es um den Baron von Münchhausen. Ja. Also was der mit Impfen zu tun hat, Herr Tolzin, das müssen Sie mir jetzt mal erklären. Neuntens. Baron von Münchhausen als Ethikrat. 3, 2, 1. Erinnern Sie sich an die Geschichte des Baron von Münchhausen, wo er sich am eigenen Schopf mitsamt seinem Pferd aus einem Sumpf gezogen haben will. Das ist eine seiner vielen Lügengeschichten und die beruht auf einem sogenannten Zirkelschluss. Vergleichende Placebo-Studien mit Geimpften und Ungeimpften will man nicht durchführen. Die Begründung, es sei unethisch, Versuchspersonen bewusst den Wirkstoff vorzuenthalten. Ein Zirkelschluss liegt aber immer dann vor, wenn man das, was man beweisen möchte, bei der Beweisführung bereits voraussetzt. Das klingt eigentlich ziemlich blödsinnig, oder? Tatsächlich aber setzen Hersteller, Impfexperten und Zulassungsbehörden die Wirksamkeit des experimentellen Impfstoffs bereits voraus. Echte Placebo-Studien, immerhin ja der weltweite Goldstandard für die Medikamentenzulassung, sind ihrer Ansicht nach deshalb überflüssig. Ist das weniger blödsinnig als eine der Münchhausen-Geschichten? Man will also aussagefähige Placebo-Studien möglichst vermeiden. Was befürchtet man denn, was dabei herauskommen könnte? Krass! Also Sie sind einfach die ganze Zeit im Limit. Und mit solchen Aussagen. Das wäre spannend. Jetzt gehen wir in die letzten drei Fragen. Jetzt geht es um Placebo. Zehntens. Placebo-Lügen haben kurze Beine. 3, 2, 1. Doch was ist mit den HPV-Impfstoffen? Die wurden ja tatsächlich ausnahmsweise doch auf der Grundlage vergleichender Placebo-Studien zugelassen. Komischerweise gibt es hier gar keine Ethikdiskussion.
Diese Zulassungsstudien waren auch in einer weiteren Hinsicht nicht besonders ethisch. Denn statt echtes Placebo zu verwenden, hat man hochgiftiges Aluminium hineingemischt, welches auch in den Originalimpfstoffen verwendet wird. Da das Aluminium in den Impfstoffen vermutlich der Hauptverursacher von Nebenwirkungen und Impfschäden ist, hat man durch den Vergleich von Aluminium mit Aluminium leider keine echte Aussage über das Nebenwirkungsprofil. Und damit das nicht auffällt, hat die deutsche Zulassungsbehörde das Wort Placebo eiligst neu definiert. Placebo ist jetzt einfach alles, was sich irgendwie vom Originalprodukt unterscheidet. Das könnte zum Beispiel auch Ameisenpisse sein. Das ist auch nicht absurder als die Verwendung des Nerven- und Zellgiftes Aluminium im Placebo. Das ist ja einfach wieder der Hammer. Placebo. Placebo nicht, ist nicht Placebo. Jetzt Nein. haben die das Gesetz umgeändert ja. und einfach, das ist hier einfach stark. Seit Zulassung der HPV-Impfstoffe wurde das umdefiniert, damit es wieder passt. Damit es wieder passt. Ja. Hey, das ist eine Pille, die schluckt man nicht so gerne. Eieiei, gut. Noch mehr davon, Herr Tolzin. Elftens. Wie häufig treten schwere Nebenwirkungen wirklich auf? 3, 2, 1. Für Wirksamkeit und für Sicherheit gibt es keine Garantien, weshalb man unbedingt eine Nutzen-Risiko-Abwägung vor der Impfung vornehmen sollte. Beipackzettel studieren kann Leben retten. Eine Abwägung zwischen Nutzen und Risiken setzt aber auch voraus, dass beides zumindest statistisch kalkulierbar sein muss. Bei der Wirksamkeit ist das der Anteil an Geimpften, der einen bestimmten Antikörper-Titerwert im Blut hat. Was die Sicherheit angeht, immer wieder räumen die Behörden im Bundesgesundheitsblatt ein, dass man die tatsächliche Häufigkeit schwerer Nebenwirkungen gar nicht kennt. Ich frage, wie kann man denn unter solchen Umständen einen Impfstoff überhaupt zulassen und auf unsere Kinder loslassen? Und was sind die Gründe für dieses Nichtwissen? Die Zulassungsstudien sind einfach zu klein. Das Meldesystem für Impfkomplikationen hat eine völlig unbekannte Dunkelziffer, weil die Behörden die gesetzliche Meldepflicht nicht durchsetzen. Und will man Nachmarktstudien sehen, fängt in den Behörden das große Suchen an. Einen Überblick hat man dort offenbar nicht. Wow. Kompliment. Kompliment. Immer noch im grünen Bereich, aber nicht das, was Sie sagen. Das ist also wirklich im hochroten Bereich. Ja. Herr Tolzin, wir nehmen die letzte Hürde. Zwölfer Gigant heißt die letzte Säule. Zwölftens. Warum wir die Masern niemals ausrotten werden. 3, 2, 1. Obwohl die Masern nachweislich eine harmlose Kinderkrankheit sind, nur in Ausnahmefällen einen schweren Verlauf haben und oft mit regelrechten Entwicklungsschüben einhergehen, will man sie weltweit unbedingt ausrotten. Ist das überhaupt möglich? Selbst wenn es bei 95%iger Immunität in der Bevölkerung tatsächlich so etwas wie eine Herdenimmunität gäbe, ist diese mit den vorhandenen Impfstoffen gar nicht erreichbar. Denn laut der berühmten staatlichen KIK-Studie sind bis zu knapp 13% der geimpften Kinder sogenannte Impfversager, die trotz Impfung erkranken und das Virus verbreiten können. Zudem können etwa 8% aller frisch eingeschulten Kinder gar keinen Impfpass vorweisen, müssen also als ungeimpft gelten. Bei der offiziellen 93%igen Durchimpfungsrate zurzeit sind diese 8% aber gar nicht berücksichtigt. Unter solchen Umständen sind 95% Immunität niemals erreichbar und die Masern auch niemals ausrottbar. Was nun? Ich schlage vor, erst nachdenken, dann impfen oder auch nicht. Geschafft, Herr Tolzin. Oder auch nicht. Das war ja krass. 12 Säulen. Ich gratuliere Ihnen von ganzem Herzen. Danke. Also nicht nur, dass Sie ganz am Schluss noch ein bisschen drüber waren, aber ich bin richtig froh, dass wir alles haben. Aber ich muss sagen, das war jetzt einfach stark. Und ich glaube, man spürt, Sie kommen von der Praxis. Sie bringen es in die Praxis. Und das haben Sie auch gesagt. Sie möchten das erreichen, dass die Bevölkerung aufgeklärt ist, dass eben dieses Hauptproblem gelöst wird. Und ich glaube, das ist echt wirklich gelungen. Und ich muss sagen, wenn das Geschäft mit der Angst seinen Einfluss verliert, dann haben wir gewonnen. Also ich gratuliere Ihnen ganz herzlich für diese unwahrscheinlich wichtigen Info und ich gratuliere Ihnen, dass Sie diesen 12er Info-Giganten geschafft haben. Habe ich ihn geschafft? Weiß ich ja nicht. Ja, das schauen wir jetzt. Das war jetzt ernste Thema, aber Info-Gigant ist ja auch noch ein bisschen Show.
Und darum, ich habe es Ihnen gesagt, die Klar-TV-Jury hat da alles ganz akribisch genau berechnet, was Sie da gemacht haben. Und darum bitte ich jetzt unsere Moderatorin Kathi, komm und bring mal diese ganze Abrechnung noch auf den Plan. Auch von meiner Seite und vom ganzen Produktionsteam vielen herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch. Ich habe schon vermutet, Sie bringen uns um die schönen weinenden Backenhörnchen, aber genau im Punkt 12 haben Sie es doch noch geschafft, kurz in den roten Bereich zu rutschen. Und das beurteilt die Jury so. Und 8-mal unterhalb des Zeitlimits. Kompliment! Man sieht, ein echter Komprimierungsgigant. Das heißt, Sie haben nur 2 Sekunden überzogen und 23 Bonus geholt. Eine super Leistung! Vielen herzlichen Glückwunsch! Und hier Ihre Trophäe, Ihr Pokal. Voilà. Wow! Der Infogigant! Herzliche Gratulation! Das freut uns sehr! Danke, hat dir Spaß gemacht. Ja, wirklich, Herr Tolzin, eine kleine Erinnerung für Sie, aber für uns eine große Erinnerung, wenn wir diese Sendung immer und immer wieder schauen. Das ist wirklich sehr, sehr interessant, was Sie uns hier gebracht haben. Aber Herr Tolzin, bevor Sie das Studio wieder verlassen, sagen Sie uns doch noch kurz, an was das Sie dran sind. Ich halte Ihnen in dieser Zeit den Pokal, Sie kriegen den schon wieder. Moment. Bin ich dabei, die nächste Ausgabe vom Impfreport fertig zu machen. Da wird es um Vitamine gehen. Das letzte Buch, was ich rausgebracht habe, da ging es um Tierimpfungen. Und das wichtigste Buch, was ich überhaupt bisher geschrieben habe, ist Macht Impfen Sinn? Da werden die 3 Säulen einer mündigen Impfentscheidung ausführlich beschrieben. Das nächste Buch wird über Entgiftung sein, über Gifte und wie man die wieder los wird. Ja. Sehr gut, das interessiert uns alle. Wir werden am Schluss der Sendung die Links einblenden, dass Sie sich weiter orientieren können, was da alles noch läuft. Auch dort finden Sie eine DVD, die heißt Impfzwang, sehr zu empfehlen. Ein Zeugenbericht, wie seine Tochter durch Impfung wirklich massiv behindert wurde. Es gibt auch eine Broschüre, Impfen davor und danach mit verschiedenen Zeugnissen. Ladet euch das runter, lest es, verbreitet es. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, Herr Tolzin, dass all diese Arbeit, die Sie da hineingesteckt haben und seit Jahren hineinstecken, dass Ihr Lohn das ist, dass Sie sehen, dass die Menschen aufhorchen, Orientierung kriegen und selber zu einer mündigen Entscheidung kommen, was Sie mit dieser ganzen Impfkritik anfangen. Herzlichen Dank und ich freue mich, dass Sie alle hier waren, auch hier im Studio. Ich freue mich und hoffe, dass es schon bald wieder einen weiteren gibt, der sagt, so wie Herr Tolzin, ich stehe hier, ich bringe mein Wissen auf den Punkt und dass wir schon bald wieder sagen können, es freut uns, es gibt wieder Infogigantenzeit. Tschüss miteinander und bis zum nächsten Mal.